Willkommen zu The Brief from Brussels. Nach dem Generalstreik nun der Klimamarsch. Belgien hat zwei interessante Tage hinter sich. Aber im Ernst, die Teenager, die seit Wochen jeden Donnerstag für das Klima demonstrieren, zeigen Hartnäckigkeit. Und das soll noch bis zu den Europawahlen andauern. Mindestens. In Belgien haben erneut tausende Teenager die Schule geschwänzt, um für besseren Klimaschutz zu protestieren. Es war die sechste Donnerstagsdemo zu diesem Thema in Folge. Es gebe ein wirkliches Problem beim Klima und es werde zu wenig gehandelt. Deswegen diese große Bewegung. Der Planet dürfe nicht weiter zerstört werden. Allein in Brüssel gingen nach Polizeiangaben rund 11.000 Menschen auf die Straße. Die Demos sollten auch künftig jeden Donnerstag weitergehen, sagt diese Demonstrantin. Die Politiker müssten den Ernst der Lage endlich begreifen. Die Erde werde zu warm und das sei nicht gut für Pflanzen und Tiere. Auch werde das Eis schmilzen. In der nächsten Woche wird die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg den Marsch in Brüssel anführen. Und nun weitere Nachrichten in Kürze. Daran gleich zu Anfang. Deutschland ist in Washington weiterhin in Ungnade. Die USA halten die deutschen Pläne zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben für unzureichend. Dass Deutschland 2024 nur 1,5% des Bruttoinlandsprodukts ausgeben wolle, sei nicht genug, sagte der kommissarische US-Verteidigungsminister Shanahan nach einem NATO-Treffen in Brüssel. Zugleich gab er ein deutliches Bekenntnis Washingtons zum westlichen Bündnis ab. Nach monatelangen Verhandlungen bekommt die EU ein neues Urheberrecht. Unterhändler der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments einigten sich auf eine Reform, die auch ein Leistungsschutzrecht für Verleger und Autoren enthält. Internetsuchmaschinen dürfen nicht mehr ohne weiteres Artikelausschnitte in ihren Suchergebnissen oder bei Google News anzeigen. Die niederländische Regierung fordert Unternehmen auf, sich auf den Brexit vorzubereiten. Und das auf ungewöhnliche Weise. Außenminister Stef Blok stellte ein Foto auf Twitter, das eine auf seinem Schreibtisch liegende Brexit-Puppe zeigt. Im Text heißt es, Unternehmen sollten den Brexit nicht in die Quere kommen lassen, sondern auf der Regierungswebseite um Rat nachsuchen.